Hey Leute, ich habe gerade Nikotin zu mir genommen und die Frage ist, was passiert jetzt eigentlich? Nikotin macht süchtig, das weiß man mittlerweile schon in der dritten Klasse. Ja, lächerlich, das ist was für Schwächlinge. Also ich bin froh, dass ich von dem Zeug weg bin und dass ich jetzt mit Sucht einfach nichts mehr zu tun habe. Nikotin ist benannt nach Jean Nicot. Der hat das Zeug damals aus Amerika nach Europa gebracht und als man das zuerst mal isoliert hat, stellte sich die Frage, wie nennen wir das jetzt? Okay, wir nennen es nach dem Typen, also heißt es Nikotin. Nikotin ist der Hauptwirkstoff der Tabakpflanze und dient dieser eigentlich zur Abwehr von Fressfeinden. Das heißt, wenn kleine Tiere, die auf Nikotin reagieren, an den Tabakblättern naschen und dann wird denen schlecht und sie lassen es bleiben. Isoliert man den Stoff, dann hat man eine ölige, farblose Flüssigkeit, die hört auf die Summenformel C10H14N2. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber es ist so. Ich zieh mal nochmal. Jetzt passiert Folgendes. Das Nikotin gelangt zunächst in die Lunge und wird dort aufgenommen. Von dort gelangt es in die Blutbahn und wird durch den Körper transportiert, bis es dann schließlich im Gehirn landet. Dazu sollte man noch sagen, in welcher Geschwindigkeit das passiert. Darüber sollten wir später noch reden. Das Nikotin ist jetzt im Gehirn angelangt und dort dockt es an Rezeptoren an, die normalerweise für Neurotransmitter bestimmt sind. Dadurch gibt es eine vermehrte Ausschüttung von Dopamin und Adrenalin. Das sind Botenstoffe und die wiederum beeinflussen unsere Körperfunktionen. Adrenalin kennt wahrscheinlich jeder aus Situationen wie auf der Achterbahn oder auch in Stresssituationen. Das heißt, zunächst mal wird der Blutdruck ein bisschen erhöht und man bekommt so ein gesteigertes Aufmerksamkeitsvermögen und auch die Leistungsfähigkeit wird ein bisschen erhöht. Und noch was, durch Adrenalin werden Histamine ausgeschüttet und die sind wiederum verantwortlich dann für eine ganz andere Körperfunktion, die eigentlich jeder Raucher morgens kennt, die drei großen K, Kippen, Kaffee, Kacken. Bei der Ausschüttung von Dopamin erleben wir so eine Art Glücksgefühl. Es ist auch als das Glückshormon bekannt. Das greift auf den Belohnungsmechanismus des Körpers und es fühlt sich einfach gut an. Und das ist dann auch der Grund für das Suchtpotenzial. Durch die Aufnahme von Nikotin erleben wir diese Glücksgefühle und solange der Nikotinspiegel auch hoch ist, werden die gehalten. Wenn der Nikotinspiegel absinkt wiederum, fallen wir in so eine Art Loch und uns fehlt so ein bisschen was. Und wir verbinden das halt mit was sehr Positivem oder auch mit einer Belohnung. Deswegen ist nach einer anstrengenden Arbeit die Zigarette oder Nikotin an sich auch so ein tolles Erlebnis. Und aus dem Grund verlangt der Körper einfach nach mehr davon. Diese Art Suchtpotenzial besitzt beispielsweise nicht nur Nikotin, sondern auch Schokolade. Ja. Bei diesem Suchtpotenzial muss man allerdings starke Unterscheidungen treffen. Denn als Faustregel gilt, je schneller das Nikotin im Kopf ankommt, desto höher ist die Chance, dass man davon süchtig wird. Aus dem Grund, sobald es schnell ankommt, gibt es auch direkt eine super hohe Dopaminausschüttung und es fühlt sich halt so auf einen Schlag total krass an. Das ist beispielsweise bei der klassischen Tabakzigarette der Fall. Da wird freies Nikotin freigesetzt. Also es kommt immer darauf an, quasi in welcher Umgebung das Nikotin freigesetzt wird. Bei Tabakzigaretten wird auch viel hinzugesetzt, damit das Nikotin noch schneller ins Gehirn gelangt. Das heißt, wenn ich mir eine Zigarette anzünde und ziehe daran, dauert es gerade mal 7 Sekunden, bis das Nikotin im Kopf zuschlägt und eine ganze Menge Dopamin ausschüttet. Das kennt jeder Raucher von der ersten Zigarette morgens. Man fühlt sich schwindelig, aber auch direkt irgendwie super gut. Das ist der Grund, warum das Suchtpotenzial bei klassischen Tabakzigaretten extrem hoch ist. Extrem gering im Gegensatz dazu ist er zum Beispiel bei Nikotinpflastern. Nikotinpflaster erzeugen kaum eine Sucht, da die Abgabe an den Körper so langsam erfolgt und es sich so langsam im Körper verteilt, dass eigentlich die Dopaminausschüttung sehr, sehr gering ist und deswegen kommt es da auch kaum zu einer Sucht. So ähnlich verhält sich das auch bei der E-Zigarette. Da ist das Suchtpotenzial schon ein kleines bisschen höher, da dann nochmal andere chemische Prozesse wirken. So genau erklären kann ich euch das auch nicht, davon habe ich zu wenig Ahnung. Könnt ihr bei euch ein bisschen was ergoogeln. Aber die Verteilung im Körper ist gleich eine ganz andere. Und das ist auch das, was am Anfang vielen Rauchern ein Problem bereitet. Dass das Nikotin der E-Zigarette bei weitem nicht so reinhaut, wie es bei einer klassischen Tabakzigarette reinhaut.
Und dann gibt es für die Sucht eben noch jede Menge andere Gründe. Das eine ist das Habitat, was man sich aneignet, nämlich dieses Ritual, nach dem Essen eine Zigarette zu rauchen oder nach bestimmten Stresssituationen eine Zigarette zu rauchen. Das war so, wie es beispielsweise beim Knabbern von Fingernägeln der Fall ist. Das hat zunächst mal keine direkte physische Auswirkung auf den Körper, außer dass die Nägel kürzer werden. Aber man hat sich so dermaßen dran gewöhnt, dass man es in bestimmten Situationen einfach als eingeübtes Ritual ausführt. Von einem erlernten Verhalten trennt man sich halt einfach sehr schlecht. Eine Sache zu Nikotin ist noch sehr, sehr wichtig zu wissen. Nikotin ist nicht der Stoff, der in der Zigarette Krebs auslöst beispielsweise. Nikotin macht keine gelben Finger. Nikotin stinkt nicht. Nikotin klebt nicht. Nikotin macht euch die Gardinen nicht gelb. Man braucht für diesen Schleier, den man auf Wänden hat, auch keinen Nikotinentferner. Das sind alles Nebenprodukte, die bei der Verbrennung der Tabakzigarette entstehen. Nikotin bringt euch im normalen Konsumverhalten nicht um. Das ist ein relativ harmloser Stoff. Wenn ihr gerade auf die E-Zigarette umgestiegen seid, macht euch nicht so sehr Druck, was das Nikotin angeht. Relativ harmloser Stoff, von dem man mit der Zeit sowieso immer so ein bisschen weiter runterkommt. Und ich habe mit 18 Milligramm Nikotin angefangen, ich bin jetzt bei 3 Milligramm Nikotin. Weiter reduzieren möchte ich gar nicht, da ich das Zeug auch irgendwie mag und da es dafür verantwortlich ist, unter anderem, dass man auch auf der Lunge was spürt, wenn man den Dampf inhaliert. Und behaltet das so ein bisschen im Hinterkopf. Die allerschlimmsten Faktoren der Zigarette habt ihr mit der E-Zigarette hinter euch gelassen. Und das ist das Allerwichtigste. Das war's im Großen und Ganzen. Wenn ihr was sagen wollt, hier unten ins Feld eintragen. Ansonsten abonnieren, Daumen hoch, runter. Wie jedes Mal. Ich find's toll, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal nochmal zuschaut. Bis denn. Ciao.